Ein Waldstück bei Jerusalem. Die israelische Polizei findet einen ermordeten arabischen Jugendlichen. Augenzeugen berichten, dass der 16-Jährige in Jerusalem in ein Auto gezerrt worden sei. Möglicherweise ein Racheakt für die Ermordung dreier israelischer Teenager. Eine Bestätigung dafür gibt es aber bisher nicht. In Jerusalem ist es nach Bekanntwerden des Mordes zu Straßenschlachten zwischen aufgebrachten Palästinensern und der israelischen Polizei gekommen. Ein Mann, vermutlich ein Israeli, wird von den Randalierern attackiert und schließlich von der Polizei in Sicherheit gebracht. Die Abfolge von Gewalt und Gegengewalt beschleunigt sich einmal mehr. Die moderaten Stimmen auf beiden Seiten werden wieder einmal übertönt. Auslöser für die neuerliche Eskalation war die Entführung und Ermordung dreier Teenager im Westjordanland. Am Dienstag wurden sie unter großer Anteilnahme beigesetzt. Man erlebe einen Tag nationaler Trauer, sagte Ministerpräsident Netanyahu. Er machte erneut die radikal-islamische Hamas für die Tat verantwortlich. Sie verherrlichen den Tod, wir das Leben. Sie verherrlichen Grausamkeit, wir Mitleid. Das ist das Geheimnis unserer Stärke und unserer Einheit. Inzwischen ist der Notruf eines der Opfer veröffentlicht worden. Sie haben mich entführt, flüstert er. Dann hört man etwas, was schallgedämpfte Schüsse sein könnten. Die Polizei hatte den Anruf zunächst für einen Scherz gehalten und keine weiteren Schritte unternommen. Das Verschwinden der zwei 16-Jährigen und eines 19-Jährigen hatte die israelische Öffentlichkeit wochenlang in Atem gehalten. An der Suche nach den Entführten waren tausende Soldaten beteiligt.